Willkommen zurück auf meinem Kanal RPG-Fan. Es geht weiter mit der Hauptquest. Ich bin jetzt hier in der Wüste auf der Suche nach dem Sterling namens Urmai. Und ja, ich habe jetzt diesen Weg hier genommen. Von Dünheim aus laufe ich jetzt so entlang. Und hier muss man echt aufpassen jetzt zwischen den Bäumen, dass ich jetzt nicht von irgendwelcher Raubkatze hier angegriffen werde. Deswegen Leben entdecken. Und da steht schon irgendein Turm. Ich sehe schon, es lohnt sich da hochzukommen. Da, ihr seht es, also dieses geheime Zeichen, welches man holen kann. Gut, also scheint hier jetzt erstmal nichts Gefährliches zu sein. Das heißt, gehen wir mal rein. Leer. So, hier einmal nach oben klettern. Ach, benötigt einen Schlüssel. Really? Mann, was soll denn hier jetzt ein Schlüssel liegen, bitte? Knoblauch. Okay, ich nehme mal an, es wäre zu einfach, wenn der Schlüssel hier direkt irgendwo liegen würde. Vielleicht finde ich ihn dort irgendwo weiter. So, leider ist mein Zauber Leben entdecken nicht gerade sehr mächtig und funktioniert nur auf kurze Distanzen. Dass ich jetzt hier im Wasser nicht angegriffen werde, hoffentlich. Ja, wenn man logisch nachdenkt, wo könnte der Schlüssel versteckt sein? Also wäre doch nur logisch, dass der irgendwo in der Nähe ist. So, was sind das schon wieder für Leute? Sind das Marodeure? Die scheinen halt zu arbeiten, ne? Es ist immer blöd, wenn ich sie als Erster angreife und es keine Marodeure sind, habe ich erstmal Pech gehabt. Denn dann muss ich ganz normale Bürger töten, Bananenschnaps. Und da komme ich anscheinend nicht hoch. Sind es aber Marodeure und sehen sie mich als Erste, habe ich ein Problem. Wie erfahre ich aber, ob es Marodeure sind oder nicht? Ah, ja, was soll ich machen? Ich bin ja jetzt schon irgendwie entdeckt worden. Also können es ja keine Marodeure sein, oder? Hallo? Aha, Dünheimer Versorgungsschiff entdeckt. Dann sind es nette Leute alles, ja. Eine Wache. Ein Kanael. Iskamin-Kanael. Lekil. Was? Rottel. Was hat er dein Gesicht? Finger weg von den Schiffsladungen. Eine Bemalung. Okay, hier Kokos. Ja, Leute, darf ich denn mit jemandem von euch reden? Eine Wache. Und der Schiff mit Gütern. Interessant. Orangen. Wow. Mhm. Also lauter exotische Früchte aus der Wüste hier. Aber niemand. Darius, niemand will mit mir reden. Da kann ich leider nicht hoch. Das war's? Wirklich keine Interaktion hier? Das ist wirklich schade. Ja, auch nicht. Hm. Was hat das denn für einen Sinn hier alles? Wenn man mit denen nicht interagieren kann. So, okay, also ich müsste jetzt eigentlich jetzt nach Norden, wenn ich zu meinem Ziel kommen will. Ich will nur ganz kurz schauen, was das da noch für eine Statue ist. Hier auch interessant zu sehen, dass es Leben in der Wüste gibt. Oh, ah ja. Feuervogelnest. Hm. Da haben wir ein Ei direkt aus dem Vogel genommen. Bestimmt noch frisch. Gut, also ich werde jetzt versuchen, hier hochzugehen. Ich nehme mal an, hier verstecken sich keine Viecher hinter den Bäumen. Und ansonsten... Okay, irgendwas greift mich an. Was denn? Oh Gott! Das ist ein Bär. Uiuiuiuiuiui. So, hier, Schattenzungenöl. Wo ist der denn? Ach, das ist ein Panther.
Merkt er das? Ach, da. So, er rutscht aus. Und wieder in eine Raubkatzenjagd reingerutscht. Okay, die Raubkatzen sind so, dass man denen Angriffen relativ leicht. Okay, das ist bescheuert. Irgendwie kann ich liegende Ziele nicht treffen. Ich weiß nicht wieso. Aber die Pfeile fliegen einfach durch. Hindurch. So. Okay, damit haben wir eine Raubkatze erledigt. Etwas leckeres Essen hier. Komme ich da hoch? Hier müsste eigentlich ein Durchgang sein. Da vorne ist sogar irgendwo eine Hütte. Sieht man schon auf der Minimap gerade. Also es ist halt wirklich immer so, dass ich in solchen Gegenden zwischen den Bäumen Raubkatzen verstecken können. Okay, hier komme ich nicht durch, Mann, nervig. Und da wahrscheinlich auch nicht, nein. Natürlich nicht. Ah, ich schaue nochmal, ob ich so irgendwie einen Zugang finde. Wie gesagt, da vorne wird ja eine Hütte angezeigt. Und ich hoffe, ich muss jetzt hier keine Riesenrunde drehen, um dahin zu kommen. Aber anscheinend wird es genauso sein, denn hier wird kein Durchgang sein. Wie denn auch? So, Moment. Ja, hier ist ein Wasserfall. Das heißt, ich muss hier eine Runde drehen, um dahin zu kommen. Schade. Okay, gut. Also, wenn unterwegs was Interessantes passiert, dann schalte ich zu. Ansonsten bis dann. So, da bin ich wieder. Viel weit bin ich nicht gekommen. Ich bin quasi einmal hier drum herum gelaufen. Da will ich ja hin. Aber hier ist irgendwas Interessantes. Ich muss nur aufpassen. Dort war gerade eine Raubkatze. Es sah nach einem Löwen aus. Und da... Also Leben entdecken ist wirklich schwierig. Weil der Radius so niedrig ist. Okay, da steht was. Hier ist Blut. Und genau hier war die Raubkatze tatsächlich, ne? Also eigentlich müsste ich aufpassen. Ich will nur kurz schauen, was das hier sein soll. Gibt es schon Warnschreie von diesem altes Lager der Dünenheimer entdeckt. Okay, das sind bestimmt Marodeure. Also wenn es keine Marodeure da sind, dann weiß ich auch nicht. Und was ist, wenn es keine sind? Und ich sie jetzt angreife? Oh Mann. Wie kann ich denn rausfinden? Das ist bestimmt ein Wildmagier hier. Wenn es einer ist, habe ich ein Problem. Stimmt, hier was Interessantes zu holen. Wisst ihr was? Ist scheißegal, ich greife einfach an. Ja, und das ist ein Wildmagier. Also war der Angriff berechtigt. Oh Gott, es sind so viele hier. Nicht schlimm, ich werde gleich einen Orbeier rufen. So, komm, wenigstens den Wildmagier. Mann. So, Moment. Weg. So, Orbeier war hier. Hier. Ah, nee, das war nicht Orbeier. Mann, wo war denn Orbeier? Ach, der war hier. Ah. Okay, ich habe keinen Mana. Oh, ich glaube, das werde ich wirklich bereuen, dass ich die angegriffen habe. So, 60, 85 Sekunden, 33 für 6 Sekunden. Und Genesungstrank nehmen wir auch mal. Aha, wenn ich ins Wasser gehe. Ne, Moment, ist das jetzt mein Orbeier? Nein, das... Oh, das ist seiner! Oh mein Gott. Na, dann kämpft man mit meinem Orbeier. Ich laufe so lange weg. Ah, wenn ich doch wenigstens den Windmagier fertig machen könnte. Alles wack. Ach, da ist er. Das sind beide Windmagier. Ah, und die laufen. Das wird nichts bringen. Die rennen hin und her.
Also ich glaube, da habe ich wirklich Leute angegriffen. Oh, ich brenne. Die zu stark sind für mich. Jetzt auch das Vieh hier noch. Ich warte mal ab, bis die ankommen hier. Und da ist die Raubkatze. Oh, das Vieh hat mich an. Das Vieh will mich angreifen. Na gut, es ist schwach. Zum Glück. So, da kommt er. Nimm das. Oh! Also die Magier sind echt krasse. Super! Die wurden von einer Raubkatze angegriffen. Ich habe jetzt eine Chance. Oh, wenn dieser Spast mich nicht erledigt. So, ranzig. Weg. Komm, der hat doch nicht mehr viel. So, stirb endlich. Und das ist jetzt das Problem. Ah, okay, super. Es ging. Ein Magier und eine Bogenschützin. Jetzt wenigstens die Bogenschützen hier erledige. Sehr gut. Jetzt ist nur noch der Magier. So, ranziger Trank. Weiß nicht, ob er mir was bringt. Ich nehme mal einen richtigen Trank. So, ansonsten Feuerschutz einmal. So, Lähmungsgift vielleicht, dass der auch mal kurz umfällt. Fall um! Ja! So, ansonsten hier dir noch ein bisschen von dem Zeug. Ja, ein bisschen krasser als du erwartet hast, wa? Okay, Moment, ich habe bestimmt immer noch Lähmungsgift. Sehr gut, noch eins. So, Lebensenergie. Perfekt. Na, stirb. So, speichern. Ich habe gewonnen. Passt. Der Wildmagier, der hat auch nichts Krasses dabei. Hat lauter Sachen, die nicht viel wiegen, aber teuer sind. Das ist schon mal gut. Und irgendwo rennt noch ein Gegner rum. Die Raubkatze haben die einfach weggehauen. War auch zu erwarten. Gut, ich habe fast alle erledigt. Einer sieht mich noch irgendwie. Ich weiß nicht, ob mir da jetzt das Blitzpulver hilft. Damit er mich verliert. Ich glaube nein, denn er muss in meinem Radius sein. Das war jetzt also umsonst. Ja. Das war leider. Ach so, super. Jetzt hat er mich verloren. Gut. Also es gibt, wie gesagt, noch einen Gegner. Hier der Bogenschütze noch. So, Moment, der hatte da noch ein Glas Eisenpfeil. Dann die arme Raubkatze, die auch dran glauben musste. Selber schuld. Das ist sogar ein Tiger gewesen, kein Löwe, wow. Tiger sind ja bekanntlich noch etwas, beziehungsweise die können etwas größer sein als so ein Löwe. Also zumindest eine Löwin ist kleiner von der Körper, von den Körpermassen her als ein Tiger. Habe ich mal gehört. Muss nicht sein. Nee, das heißt ja, der Löwe ist der König des Dschungels, aber wahrscheinlich hat er in dem Dschungel noch keinen Tiger getroffen. Und deswegen hält er sich für einen König. So, okay, ja. Ach, da bist du. Du Dreckiger. Naja, ein Marodeur sollte kein Problem für mich sein. Schattenzungenöl. Oh, okay, ist doch ein Problem. Lähmungsgift werden wir mal benutzen, dass der sich mal. Oh, ich hasse diese Sprungattacke. Mann! Leg dich jetzt hin. Da liegt er. Ja, bist du sicher, dass es ein Glückstreffer ist? So, hier. Leg dich hin. Na? Okay, das, diese Lachs stören mich natürlich. Oh Mann! Wer hätte es gedacht, dass der Kampf mit einem Marodeur so schwer werden kann? Stirb jetzt endlich, Mann.
So. Ja, leider in der Wüste habe ich Lachs. Ich kann nichts dagegen tun. Es laggt leider. So, vielleicht hätte ich von der Grafik runtergehen können, aber damit bin ich nicht einverstanden. Ich will, dass die Grafik auch schön ist. So, na, ich hoffe, dass dieser Kampf sich jetzt gelohnt hat. Ich habe so eine ganze Räuberbande hier wieder was gelöscht. So, ein paar Tränke nachgefüllt. Schockgift. Ja, ein Fähiger für Schockschaden. Lassen wir stehen. Fässer. Ein bisschen Brot nachgeholt. Ein Zital lassen wir jetzt erstmal liegen. So, da ist ein Trank. Genesungstrank. Da oben vielleicht irgendwas Interessantes. Ich meine, was haben die denn hier alle gemacht? Aha, Ambrosia. Und ein alterner Kriegshammer, der 500 kostet. Wiegt auch einiges. Mal schauen, ob ich ihn am Ende dann noch nicht wegwerfen muss. Also so ein bisschen Ausbeute haben wir doch geholt. In der Kiste sind Einzelteile und ein Messer. Na gut, kann man hier irgendwie runterlaufen? Da kann ich... da. Dann muss ich hier noch einmal... Hoppala! Naja. Nicht so gut. Und die Tür ist versperrt, oder was? Geselle. Na, das kriegen wir doch hin. Da... Ja... Hier ein bisschen. Noch ein kleines bisschen vielleicht. Ja. So, Geselle ist mittlerweile ein Kinderspiel. Die Tür ist zu. Leer. Hier. So, Leute. Aha, hier waren deren Quartiere. Wasser. Einzelteile. Aha. Und. Aha. Torschlüssel des Handelsposten. Das ist interessant. So, Wegestreuenhelm. Zu welchem Handelsposten denn bitte? Ich glaube, ich weiß, welche Tür dieser Schlüssel öffnen könnte. Also sehen wir uns gleich an der Tür, von der ich vermute, dass ich die jetzt öffnen kann. Bis gleich. Und zwar, hier war doch der Handelsposten, der Schiff, und hier drinnen war eine Tür, die ich nicht öffnen konnte, oder? Ne, nicht hier drinnen, sondern da. Kann es sein, dass der Schlüssel diese Tür öffnet? Oh Gott, da ist ja noch ein Tiger. Und diese Raubkatzen überall. Ich glaube, den muss ich loswerden. Das geht nicht anders. Der ist mir zu nah an den Handelsposten. So, ich kann jetzt nur hoffen. Okay, der sucht. Oh. Ich treffe ihn nicht. Sehr gut. Komm. So, sehr gut. Eine weitere Raubkatze erledigt. Herr Tiger, was läufst du denn hier auch rum? Raubkatzenpelz. Und hier hat er genascht. Ja. Schwert beschwören. Hat er so irgendeinen wahrscheinlich Magier-Novizen zerschmettert hier. Rostgift, Schockgift, Bananenschnaps. Man regeneriert sich 20 Punkte schnell, 180 Sekunden. Ausdauer 30 Punkte langsamer. Nee, weg mit dem Schnaps. Assassinenhandschuhe. Oder war das ein Assassine, der hier sein Ende gefunden hat? Naja, schön, eine kleine Geschichte wieder. So, und hier. Die Tür, die ich nicht aufmachen konnte. Oh, und ich kann sie trotzdem nicht aufmachen, obwohl ich einen Schlüssel habe. Na gut, dann geht's weiter mit der Quest. Okay, und da bin ich wieder. Ich bin fast am Zielort angekommen. Da ist ein Tiger. Da ist einer dieser Affen, der mich bemerkt hat. Aber egal.
bin jetzt an denen vorbeigelaufen. Und das sieht mir doch schon mal nach Sterlingsbauten aus hier. Beziehungsweise Piräa, also man weiß es nicht. Man weiß es nicht so. Okay, das sieht echt interessant aus hier. Dieser Aufgang. Hier, Kakteen. Also da müsste... Ah, ja. Sag bloß, ihr seid Marodeure. Nee, das sind bestimmt nette Leute. Oh, eine Besessene. Nee, aber Moment, aber wieso greift sie mich denn dann nicht an, wenn sie eine Besessene ist? Hat sie mich nicht gesehen? Und die da auch, oder was? Scheiße, was passiert hier gerade? Da ist bestimmt ein Besessener. Okay, ja, ja. Die greift mich an. Ja, die greifen mich beide an. So, Orbaia, Orbaia. Hilf mir. Uiuiuiuiuiui. Ja, das ist halt völlig unklar. Sind die jetzt mir feindlich gegenüber oder nicht? Das ist immer mein Problem. So, warum haben wir... Moment, auf 1 war doch der Bogen. Warum nehme ich ihn jetzt nicht? 1. 1, genau. So. Oh, das Problem ist, wenn der Orbaia kämpft, dann wackelt alles und... Gott, was weiß passiert. Hier, wie jetzt. Das ist halt ein magisches Wesen. Hm. Okay, die hat meinen Orbaia besiegt. So, okay. Gut, da muss ich hin. Also, ich muss wirklich aufpassen. Die Besessenen, da brauche ich nicht lange zu warten. Mittlerer Rucksack. Erhöht eure Tragkraft um 30. Wirklich? So, hier ist unser Rucksack und ich habe ihn jetzt tatsächlich ausgerüstet und kann mehr tragen. Das ist wirklich interessant. Ich hoffe, ich musste nichts ablegen deswegen. Hm. Gut, dann weiter geht's. Also, bevor ich da reingehe... Was ist das da? Ich glaube... Achso, da ist, glaube ich, kein Zugang dahin. Und da steht noch ein Besessener. Da ist nochmal sowas. Okay, da sind einfach nur Türme. Ohne Zugang zu denen, nehme ich mal an. Deswegen jetzt rein da. Endlich mal Questziel. Alte Pulverhöhle. Was macht denn unser Sterling hier in der Pulverhöhle? Mitten in der Wüste, wo drumherum Besessene laufen. Nicht, dass der mir auch noch besessen ist. Okay, da steht er also. Ja. Sterling, wir sehen, die sind nicht gerade und klein gewachsen. Vers abschreiben. Prophet, ach nee, das ist ein Ordenshüter. Folgt einfach den Gang hinunter. Der Sterling ist an Bord des Schiffes. Ihr seid der, den sie den Propheten nennen, richtig? Ich will jetzt endlich diesen Sterling sehen. Sind die denn klein wie Gnome? Oder sind sie so ganz normal groß wie die Dwemer, die in The Elder Scrolls beschrieben werden? Das ist natürlich die Frage. Wow. Durch diese Maßstäbe an. Wie komme ich da aber jetzt runter? Also die Maske. Ah, und da. Da gibt es was zu holen. Eine weitere. Ein weiteres magisches Symbol gesammelt. 72 Erfahrung. Ein weiterer Arkanist. Und du bist nerimesischer Magier. Ah, ihr. Uns wurde gesagt, dass ihr kommen würdet. Ihr stammt doch aus Nerim, oder? Hm. Ja, warum? Ach, nur aus Interesse. Die Sternlinge aus Anku dort haben angeblich auch ein ähnliches Schiff gebaut. Wusstet ihr das? Ist es wichtig? Ich bin gespannt, ob sie es tatsächlich damit in den Himmel geschafft haben. Faszinierende Technologie ist das wirklich. Wenn Lishari das nur sehen könnte. Du kanntest Lishari, Mann? Mystische Magier? So, hier haben wir... Max Schild. Yeah.
Gut, sind wir hier angekommen. Ein weiter Novize. Den Sie den Propheten nennen, richtig? Psch, psch, psch. Frank, und sieht dir das hier nach drei Finger breit aus? Doch, der ist tatsächlich kleiner. Schaut euch das an. Korrekt. Sterlinge sind tatsächlich wie, klein, wie Gnome. So, so. Ihr seid also der, von dem alle sprechen. Kurmai Katsuo Tatakayate. Erfreut, eure Bekanntschaft zu machen. Und er hat unterschiedliche Augen. Danke, mir wurde gesagt, ihr braucht Hilfe bei der Vollendung eures Schiffes. Materialien, keine Hilfe. Um ehrlich zu sein, hat er mit all den Grovianen, die jetzt an Gertrude herumhämmern, eher Angst, als dass er sich geholfen fühlt. Gertrude. Verstehe, aber sobald Gertrude flugbereit ist, werdet ihr uns auf die Expedition mitnehmen, richtig? Ja, erstmal zu dem Namen Gertrude, das stand drauf. Ja, so hat er sie getauft. Ein Name, der sowohl Eleganz als auch Würde symbolisiert. Findet ihr nicht auch? Nun weiß ich nicht, also. Auf ihren Armen werden wir zu den Urvätern fliegen. Verstehe, aber sobald Gertrude flugbereit... Achso, ja, das hatte ich schon. Das war der Handel, ja. Auch wenn er sich fragt, was ihr dort oben zu finden erhofft. Aber genug der Worte. Es heißt, ihr seid überaus fähig, wenn es darum geht, Dinge zu beschaffen. Noch zwei Dinge fehlen, um Gertrude zu vollenden. Sakabaku-Kupferlegierungen und ein pyräischer Kristallwürfel. Bringt es ihm, je schneller, desto besser. Ah, ein pyräischer Kristallwürfel und irgendwelche Sakabaku-Kupferlegierungen. Verstehe. Und wo soll ich diese Sachen finden? Tja, das ist die Herausforderung. Die Legierungen könntet ihr vielleicht in einer der alten Sternlingsminen in der Pulverwüste finden. Der Kristallwürfel wird schon etwas komplizierter. Aber meinen Informationen zufolge habt ihr in Talgard gute Chancen. Talgard, wo war das nochmal? Es gab damals bei der Erschließung einen Sternlingstüftler, der nahe mit Dalmarak zusammengearbeitet hat. Hier, ich zeichne euch die beiden Orte auf der Karte ein. Gut. Sterbt bitte nicht, das wäre höchst unerfreulich. Ah, und hier, einer der Arkanisten war so freundlich, eine Teleport-Rune in der Höhle anzubringen. Mit der Rolle könnt ihr, wenn ihr beides gefunden habt, ach, das ist wieder schön. Hierher zurückkehren. Eine Teleportrolle zurück hier hin. Entschuldigt mich bitte, es gibt viel zu tun. So, Rolle Teleport in Kurmais Höhle. Oh wow, ich will mich nur kurz hier umschauen. Auf diesem fliegenden Schiff. Ich meine, schaut euch das an, wie klein der ist. Hier quasi, ich bin die normale Menschengröße. Und hier der Sterling. Aha. Was denkt ihr über den Zyklus? Ihr wollt die Sterne, Sternen stattfinden, aber was nützt euch das, wenn uns diese Läuterung bevorsteht? Den Überlieferungen nach existiert die Sternenstadt schon seit Zehntausenden von Jahren. Zu Zeiten Asatorons, zu Zeiten der Pyräer, Saturn. Zu Zeiten derer, die davor waren. In anderen Worten, wenn die Urväter all die Jahre überlebt haben, dann werden sie auch diese Hohen, oder wie ihr sie nennt, überleben. Wenn sie die Läuterung der Pyräer überlebt haben, wirft das die Frage auf, warum sie uns nicht zu Hilfe kommen. Ihr begebt euch also in Sicherheit, während wir Erdbewohner sterben. Ist das nicht selbstsüchtig? Ach ja? Bizarr, wie sich plötzlich jeder für ihn und seine Werkstatt interessiert. Als sie ihn noch für einen mittellosen Sternlingstüftler hielten und nichts von dieser Höhle und von Gertrude wussten, war das anders. Sie haben ihn herumgeschubst, sie haben ihn gedemütigt und ohne seine Erfindungen wäre er schon lange in der Unterstadt gelandet. Tut ihm einen Gefallen und macht euch das klar. Und übrigens, selbst wenn er euch helfen wollen würde, er weiß auch nicht mehr über diesen Numinos als er. Aber verzeiht, er sollte nicht so harsch zu euch sein. Ihr habt ihm geholfen, die anderen Sternlinge zu kontaktieren. Und ohne deren Hilfe wäre er wohl nie so weit gekommen.
Stimmt es wirklich, dass ihr das ganze Schiff selbst gebaut habt? Er hatte Hilfe, aber ja. Nach euren Maßstäben hat er sie selbst gebaut. Vieles ist möglich, wenn man Hirn statt Muskeln verwendet. Oh, also der Sternling redet über sich in der dritten Person. Das ist, ja, zumindest ist es atmosphärisch, würde ich sagen. Und jetzt nochmal kurz diese kleine Tür. Wir können in den Innenbereich. Wow! Wir können tatsächlich da reingehen in den Schiff. Na gut, schauen wir mal. So, Luftschiff Innenbereich. Finden wir denn hier Interessantes? Wow. Hier ein Navigationssystem. Sehr modern. Bücher. Landschaften Enderals. Goldenforst. Wow. Kenne ich, glaube ich, auch noch nicht, das Buch. Ansonsten. Hier, oh, es geht immer weiter. Aber es ist einfach nur leer. Hier war nichts. Nee, Moment, da ist doch was. Eine Kette. Also ich drücke auf E, leider passiert nichts. Moment. Brauche ich meine Fackel? Wo waren meine Fackel? Da. Aha. Ja gut, okay, also die Tür kann ich leider nicht öffnen. Ansonsten wäre hier wahrscheinlich noch ein Zugang in ein weiteres Zimmer. Das ist doch mal krass. Und hier wahrscheinlich eine ähnliche Geschichte. Hat der Sternling in seinen Schränkchen versteckt. Hier Betten. Ah, und dann scheint sein Schlafzimmer. Kelch. Sternlingsgerät. Wow. Es gibt Mucke. Ne, Moment, Moment. Ich mach das mal aus. Kann ich das ausmachen? Scheiße, ich kann das nicht ausmachen. Ich hoffe mal, dass die Mucke jetzt nicht irgendwie geschützt ist oder so. So, die magischen Disziplinen, Lichtmagie, Amethyst nehmen wir mit. Ansonsten schnell noch hier lebendes Blabla, Torgan, Wisperzunge Band 3. Ich weiß nicht, ob wir es haben. Ich nehme mal mit. Wisperzunge Band 1 haben wir bestehend. Und raus hier, raus hier, raus hier, raus hier, so Tür zu. Wie gesagt, die Musik dürfen wir uns nicht anhören. Sonst im schlimmsten Fall meckert YouTube noch. Gut, Leute, dann, wir haben jetzt die Quest bekommen, noch fehlende Teile zu suchen, hier in der Pulverwüste wahrscheinlich alle. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Und in dieser Folge bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.